Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Livestream der Zockstube. Diese Woche gucken wir uns Wraith The Oblivion Afterlife an und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute mal mit einem, ja, Horror-Game. Ich bin mal gespannt, wie das Game so weitergeht und wir schauen uns das gemeinsam an. Ich setze genau an der Stelle an, wo ich bei meinem First-Impression-Video aufgehört habe. Also wenn ihr das First-Impression-Video nicht gesehen habt und hier jetzt gerade das im Nachhinein schaut, dann solltet ihr euch zuerst das First Impression Video anschauen. Das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und ich werfe gleich mal bei euch im Chat einen Blick vorbei. Wer ist denn dabei? Mike Sam Sam, Hallöchen. Der Gummistar, Moody Lorien, L2 Itachi, hallo. Der Peter, hallo, hallo. Sheppy, schön, dass du dabei bist. Lucky AT, Frido, Dokus Mokus, Patrick Thiele, Fred Frog, Didis Zockecke, schöner Name. Der Thomas ist dabei, Martina, Carmen, Okni, schön, dass du da bist, der Panda, der Dirk Reichert, der Peter ist dabei, CS ist dabei, Chris Sportmarke und Lucky AT. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und ja, mir beisteht. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt gleich so laufen wird. Ich habe so meine Bedenken. Ich muss sagen, so in meinem First Impression Video, die Stimmung, die war schon echt der Hammer. Ich habe mich auch das ein oder andere Mal erschreckt, aber jetzt muss es weitergehen. Jetzt heute muss dann das Spiel wirklich mal zeigen, was es drauf hat. Bevor ich starte, möchte ich noch kurz Dankeschön sagen. Dankeschön an Katras, für deine Unterstützung. Katras ist als Patreon der Zockstube eingestiegen. Vielen, vielen Dank. Atando ist als Patreon der Zockstube ist Patreon der Zockstube geworden. Vielen Dank auch dafür. Und der Rainer Lampe ist neuer Patreon geworden. Ihr seid super. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt, die Zockstube zu betreiben. Auch möchte ich mich bedanken für die Spenden im Superchat und via Tippi-Stream in der letzten Woche. Vielen, vielen Dank. Ihr helft mir damit wirklich sehr, sehr weiter. Bevor ich jetzt starte, möchte ich noch einmal darauf verweisen, wenn ihr euch für mehr Livestreams zu Oculus Quest interessiert, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch meine Playlist hinterlegt mit allen Livestreams, die ich bisher gemacht habe. Da könnt ihr euch dann mal einen umfangreicheren Ersteindruck, Zweiteindruck vielleicht sogar, verschaffen zu einem Spiel, wo euch vielleicht der First Impression Eindruck von mir nicht gereicht hat. Jetzt gucke ich noch ein letztes Mal in den Chat und dann kann es auch schon losgehen. So, der Maler, hallo Olus, Yogi, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank, der Maler. Danke für deine Spende, richtig super. Biene VR, Hallöchen, Detlef und der Michael und Joe Hi-Ho, Bugfish-Player, Hallöchen. So, jetzt starte ich aber mal. Ich gucke gleich nochmal zu euch in den Chat. Wie immer weise ich darauf hin, wenn vom Sound her irgendwas nicht passt, wenn der Stream irgendwelche Mucken macht, dann sagt mir Bescheid. Das kann ich hier größtenteils noch nachsteuern. Insbesondere würde ich euch bitten, jetzt bei dem Spiel mal darauf zu achten, wie der Spielsound im Verhältnis zu meiner Stimme ist. Weil gerade in den Tests war es schon sehr leise, muss ich sagen. Und ich habe jetzt einfach mal 5 Dezibel weiter hochgeschraubt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das schon laut genug ist oder ob es noch ein Ticken lauter sein muss oder ob es vielleicht zu laut geworden ist. Da bin ich einfach auf eure Rückmeldung gespannt. So, ich freue mich, dass ihr dabei seid. What? So, ihr seht alles. Ja, sieht gut aus, sieht auch synchron aus. Wunderbar. Wraith, The Oblivion Afterlife. 3% abgeschlossen, das ist ja noch nicht sehr viel. Ich habe mir auch bewusst keine Gameplays oder so dazu angeguckt. Also ich habe jetzt null Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich weiß nur, wir waren hier in so einem Raum, haben hier fotografiert und gespeichert. So, und jetzt sagt mal. So, jetzt sagt mal, wie ist denn die Lautstärke? Passt das so? Alles gut, klingt gut. Hallo Frank, hallo Dokus Mokus und wer jetzt, wenn ich sowieso schon in den Chat gucke, Jonah, Kirk, Poke Lutter und Blue Eyes da. Mike, schön, dass du da bist.
So. Okay. Müssen wir jetzt da hinten durch die Tür? Müssen wir da durch die Tür? Also wie gesagt, wenn Ticken zu laut ist, einfach Bescheid sagen. Hier hinten sind auch noch. Ach nee, der ist abgeschlossen. Dafür brauchen wir Schlüssel, okay. Ja, dann gucken wir mal hier weiter, ne? Auch ein Schlüssel, was ist los? Haben wir ja, Taschenlampe war leider nicht inklusive. Was haben wir hier? Rufen Sie Erinnerungen mit Ihrer Reliktkamera wach. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Erinnerungen finden. Das sah aus wie so fliegende, glühende Zettel, sag ich mal. Damit könnten wir jetzt hier den Safe-Punkt wiederherstellen. Konnte ich jetzt, kann ich jetzt hier eigentlich, nee, die kann ich nicht nehmen. Ne? Das sind einfach nur irgendwelche Erinnerungen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Strecke, die wir abgelaufen sind, nochmal daraufhin überprüfen, ob da Erinnerungen waren. Ja, guck mal da, das ist schon ein extravagantes Haus, ne? So, das ist jetzt hier so eine Erinnerung. Wow. I'm glad you came. I know this isn't your typical thing, Ed, but it's gonna be worth it. Look, the old man is a bit nuts. He might say stuff that makes no sense to you. But we're gonna do this, and then we're leaving. Tonight? No. We're here for the weekend. Me and Rachel are leaving LA, Tom. It's time to try something else. Maybe we need to remind these remnants about the events that led up to this seance. See if you can make use of your new toy. Okay, welches neue Spielzeug? Irgendwie hat er mit mir gesprochen und hat gesagt, mal gucken, ob ich Gebrauch machen kann von meinem neuen, noch mehr Gebrauch machen kann von meinem neuen Spielzeug. Ich hoffe, der meint mal die Kamera. Der Livestream ist fast wie Kino. Ja, das freut mich, das freut mich. Für mich ist es wie Geisterbahn. Aber ich freue mich riesig, dass ihr da seid. So, und wenn euch der Livestream gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr über ein Däumchen. Oh. Jesus Christ, Meadow. What fucking lengths will you go to make a buck? Get off your high horse, Alan. You're no better than me. Hey, look. The old man has clearly lost it. But we both need from him. Yeah, his money. What I'm saying die wollten ihn ausnehmen. None of us stand to gain anything from you giving him a heart attack during your play act seance. I've got this. Don't you worry, your pretty little head. Okay, okay. That's it. Return to the place of the seance. Okay, die Erinnerungen sollten wir uns angucken. Jetzt sollen wir zum Platz der Seance zurückkehren. Heieiei. Oh, noch eine Erinnerung. Wow. Alter, habt ihr das Vieh gesehen? Okay, everyone. Close your eyes and open your minds. Ich will da nicht an den Tisch gehen. Das Teil taucht gleich bestimmt wieder auf. What is happening? Meadow, you tell me right now, what is going on? Is she okay? There's still a lot you don't know about me. That didn't end well. We learned nothing new at all. How the hell are we gonna get out of this place if you can't keep shooting with something simple like this? Okay. Einen anderen Weg müssen wir rausfinden. Über den Haupteingang funktioniert es nicht. Die Tür ist jetzt auch abgeschlossen. Auch das, alles klar. Versteht ihr mich noch neben dem Game Sound? Ist die Lautstärke in Ordnung? Schreib bitte nicht wie eine Großmutter. Ich komm gleich zu dir, hör mal.
Ja, ich bin auch ein absoluter Schisser. Ja, was ist denn jetzt hier? Ach, da ist die Tür aufgegangen. Pass auf, jetzt ist die... Ja, sicher. Hat einer schön die Tür aufgemacht. In den Keller. Die Wände sehen hier schon ein bisschen scheiße aus, ne? Aber gut. Ach, jetzt sind wir wieder hier im Eingangsbereich. Können wir rausgehen? Ja, ne? Jetzt gehen wir hier raus und das Spiel ist vorbei. Und keiner kommt zu Schaden. Ja. Wer hätte das geahnt? Die Tür ist zu. Glitzert auch irgendwas, das flackert so komisch. Vielleicht können wir hier, ist hier die Tür jetzt auf? Ach, die Tür geht von alleine auf. So, how do you like the party so far, Cassandra? Der Baum bewegt sich. It's nice. So many people I never thought I'd meet. And the house is magnificent. Between you and me, I was the same when I got here. The same? Yes. I was so starstruck with everybody, but it turns out the people here, they're just like you. Not better, not worse. Deep down, we all want the same things. Here, let me show you the garden. Und dahinter ist der Garten, okay. Ja, der Baum bewegt sich. Ist alles insgesamt nicht vertrauenserweckend. Boah, bevor ich da reingehe, schaue ich nochmal zu euch. Sound ist okay, super. Ja, die Umgebung ist echt gut gemacht und insgesamt sieht das Spiel auch super aus. Irgendwo muss man ja Abstriche machen. Ich meine, insgesamt muss das Teil ja auch noch auf der Quest 1 laufen. Warum ist das hier so dunkel? Warum ist das da drin ganz dunkel? Warum sind hier Geräusche? Kann ich hier auch lang? Die Tür ist zu, wir müssen hier in den dunklen Raum. Geil. Mein Gott, ich mach die Augen zu. Ich guck nicht. Was ist hier los? Oh, die Geräuschkulisse. Alter. Alter. Was ist hier los? Ey, wir müssen da durch, ne? Okay, pass auf. Ich kann ja hier unsere Geisterhand machen. Also warte mal, ich muss die hier. Wo vibriert es? Also die Hand vibriert jetzt. Hier rechts vibriert die. Jetzt weiß ich nicht, ob da ein Gegner ist. Wahrscheinlich, ne? Oder ist da die Tür, wo wir hin müssen? Aber ich halte meine Hand still und die hört auf zu vibrieren und die vibriert wieder. Wahrscheinlich ist das ein Gegner, der hin und her läuft. Das ist schlecht. Wo ist der Lichtschalter? Warum ist hier kein Lichtschalter, Mann? Wir sind hier in einem Haus von einem Millionär. Ich gehe weg von dem Vibrieren. Komm, wir sehen mal ein bisschen was. Gehen wir da hin. Die Tür hinter uns ist zugegangen. Ich will es gar nicht wissen. Oh geil, wir haben eine Taschenlampe. Der Reliktblitz. Alte Kamerablitz ihres Vaters. Ja, ich bin mir sicher, dass wir da Use of it machen können. Vorne ist ein Fragezeichen. Ich hoffe, ihr seht was. Whoop. Ach, guck mal hier. Der mag keine Helligkeit oder was? Wenn euch da zu dunkel ist, sagt Bescheid. Ich kann das heller machen. Ja, jetzt müsste es ja gehen. So, dann können wir das jetzt hier, genau. Dann haben wir hier die Kamera und die Taschenlampe im Schnellmenü. Okay, das war wahrscheinlich hier die Ecke. Oh, sorry. Das war Pass-Through. Pass-Through. Komisches Wort.
Ah, jetzt können wir in den Garten folgen, ne? Zack. Aha. Und die Tür ist abgeschlossen. Jetzt ist sie offen. Okay, hier haben wir den Garten. Haben wir die Taschenlampe jetzt alle gemacht oder können wir die Taschenlampe jetzt alle? Okay, tun wir die wieder zurück. So. Das muss dunkel sein. So, okay. Also sieht schon mal scheiße aus. Ich will hier nicht runter. Mein Gott, wie viel Knete hat der Typ? Vorne ist Erinnerung. Oh, muss ich näher ran? I know this isn't what you dreamed of. You can say that again. Hey, I know this isn't what you dreamed of. Ha ha, be funny. Oh, come on. Where's your sense of humor? Just swallow your pride for a few hours, take the pictures, grab the money, and we'll get out of here. But the guy's clearly insane. Well, there's stiff competition on that front. Yeah, at least the pay is good. Hmm. Müssen wir jetzt hierfür auch Batterien sammeln wahrscheinlich für die Lampe? Dann können wir die nur eine bestimmte Zeit lang leuchten lassen. Ach, der wird noch hier lang runtergehen können, okay. Ne, ich gehe nicht an diesen Nischen vorbei. Das ist. Alle Türen zum Innenhof zu. Ah! Tür geht zu. Okay, also er führt uns hier regelrecht entlang. Erstmal speichern, so können wir hier speichern. Was ist das jetzt? Ah, kriegen wir nochmal ein Storypiece. Erinnerungen sind den Toten wichtig. Was wären. Heißt das jetzt hier so ein Erinnerungspalast? Verschiedenes? Alan-Geschichte? Rachels Notizen? Geschichte der Gespenster? Cassandras Geschichte? Barclays Notizen? Ja, das ist hier dieser Erinnerungspalast und das ist hier alte Erinnerungen. Wahrscheinlich müssen wir hier jede Erinnerung nachspielen, die nach und nach freigeschaltet werden. Guck mal, wir haben überall Schlösser, außer hier. Hier haben wir eine weiße hey, Kugel. I know this isn't what you dreamed of. You can say that again. Hey, I know this isn't what you dreamed of. Ach, das sind doch die. Nee. Oh, come on. Das sind einfach die Erinnerungen, die wir fotografiert haben, die wir nochmal abhören können. Ja, gut, gut zu wissen. Aber auf sowas stehe ich nicht so, muss ich sagen. Wäre mir jetzt lieber gewesen, wenn das wie so ein Level-Hub gewesen wäre. Aber, wupp, hier lang sollen wir. Jetzt sind wir. Ihr Blitzlicht funktioniert ohne Pathos nicht. Kein Pathos mehr. Wo kriege ich denn jetzt Pathos? Ist das da vorne Pathos? So, um Pathos zurückzuerhalten. Ah, so welche Erinnerungen, dadurch kriegen wir Pathos. Das ist irgendwie so eine Währung. Okay, das heißt, jetzt müssten wir Pathos haben, um reinzukommen. Gucken wir mal. Ja.
Geh weg. Musste man komplett leer machen. Habt ihr jetzt gesehen? Ich musste immer wieder nachtriggern für jede Stufe. Aber dafür wird es wohl da gewesen sein, dass wir hier reinkommen. Helens Nachruf zum Lesen. Nachruf auf Helen Richards. Heute betrauern wir den Tod unserer geliebten Tochter, die viel zu früh gestorben ist. Helen war eine ganz besondere Frau, die sich von nichts aufhalten ließ. Sie hatte eine wunderbare Karriere als Kamerafrau in Hollywood und arbeitete mit vielen großen Stars der 90er Jahre zusammen. Howard Barclay, Chef der Firma Elegant Pictures und Produzent mehrerer ihrer Filme, war einst ein guter Freund. Nachdem sie Kalifornien verlassen hatte, kehrte sie nach New York zurück, um bei ihrer Familie zu sein und verbrachte ihre letzten Jahre mit denen, die sie am meisten liebten. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Na, toll. Ein bisschen Pathos wäre jetzt hätte mehr geholfen, oder? Nee, haben wir nicht gekriegt. Wer holt denn da? Oh oh. Oh oh. Ach so, drücken. Ist das da ein Rumpf? Ein Torso? Das ist aber nur eine Puppe, oder? Boah, seid ihr gruselig, ey. So, da können wir hoch. Ich weiß aber gar nicht, ob wir hier plitschplatsch noch ein bisschen... Ne, hier können wir gar nicht rein. Hier hoch. Verschlossen. Mein Gott, das ist hier wie ein Labyrinth, was die gebaut haben am Garten. Das ist ja voll krank. Dann können wir hier eigentlich nur runter, ne? Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite, alles klar. Kommen wir hier rein? Ne, dann müssen wir da weiter. Alles verschlossen. Haben wir hier links da irgendwas? Ne, ne? Alles sehr dunkel. Was ja bei dem Horrorspiel auch eigentlich logisch ist. Ah. Der führt uns hier auch richtig linear durch, ne? Ach, jetzt sind wir hier wieder in dem Raum, alles klar. So, wo will er uns jetzt hin? Da kommen wir nicht lang, also müssen wir wieder zurück. So, bevor ich durch diese Tür... Ist auch verschlossen. Vielleicht will er das auch noch mal kurz speichern. Ja, macht doch Sinn, ne? Spiel gespeichert. Pathos, ach so, beim Speichern wird auch dein Pathos aufgefüllt. Ich guck noch mal eben bei euch rein. So, ja, schön, dass ihr dabei seid. Auch alle Pathos? Pathos heißt das, oder? Pathos Schafskäse gibt's beim Aldi. Ach, okay, der Aldi-Marke. Hallo, The Noble Craftsman, schön, dass du da bist. Knallererbse, hallo, hallo. Schön auch, dass ihr alle dabei seid, die nachgekommen sind. Mein Gott, ich habe heute ein Deutsch drauf, ey. So. Also wenn ich hier gleich umkipp, dann ruft bitte den Arzt. Hier stinkt es übelst nach Farbe, weil ich gerade das Studio am Renovieren bin. Das kann eigentlich nicht, ich kann ja auch kein Fenster aufmachen, dann hört ihr hier Straßenlärm. Ist ein bisschen unglücklich. So, guck mal, hier können wir... So, guck mal, dann haben wir. Können wir jetzt nochmal Pathos auffüllen? Und nochmal Speicher. Ach nee, guck mal, der macht den immer nur halb voll. Alles klar. Boah. Am Müffeln. Oh, 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 oh. Das Wasser ist gefroren, sodass wir jetzt hier drüber gehen können. Das ist aber nett, ne? Something is to win with us.
Irgendwas spielt mit uns. Ja, du. Ach du Scheiße, da vorne ist ein Dödel. Da. Da hinten eiert der rum. Was müssen wir jetzt machen? Wir haben keine Waffe oder irgendwas, ne? Keine Ahnung, müssen wir uns die Hose runterziehen, damit der abhaut, oder? Wie konnten wir uns nochmal bücken? So, okay. Hat er uns jetzt gesehen? Der kommt. Der kommt. Der schreit uns an. Alter. Alter, der rennt. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da kommen wir nicht lang. Der ist hinter uns her. Tür zu. Nein! Warum hast du die Tür aufgemacht? Ach du Scheiße. Oh. Boah, wie das Vieh schreit. Fuck. Es wird immer noch hinter uns her. Ist verschlossen. Da lang müssen wir. Boah. Oh nein. Ach du Scheiße. Da ist jemand. Boah. Boah. Schön schleichen. Letztes Stück können wir rennen. Schnell hoch. Boah, Leute. Mit meinem Fingerschweiß könnte ich schon wieder ein Planschbecken voll machen. Sind wir immer wieder hier? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Schnell speichern. Ah, okay, wir werden immer wieder dahin teleportiert, weil uns das Haus nicht gehen lassen möchte. Ja, so kann man natürlich auch das Level-Design entschuldigen. Hallo, VM1. Renn nicht weg wie eine Memme. Ja, sicher, ja, sicher. Du brauchst Öl. Wofür brauche ich Öl? Ich will mich doch nicht einschmieren. So. Das ist nicht so eine Art von Livestream. Oh. Warum heulen die denn alle? Das ist ja grauenhaft. Nein! Boah! Die ist direkt auf der anderen Seite. Wir haben die abgelenkt. Nein, ich kann nicht Türen. Nein, geh zu, geh zu, geh zu. Wir müssen die Türen zuhalten. Ich muss weg. Da oben. Oh, Leute. Warum habe ich meine Pulsuhr nicht an? Boah. Alter, das ist ein Psycho. Seance-Tisch. Wir müssen wieder zurück zum Seance-Tisch. Wo war der denn?
glaube, das war hier links hoch, ne? Okay, so hier können wir, finden Sie die 5 persönlichen Seance-Gegenstände. Alles klar. So, hier der Tisch, der vibriert schon mal. Toms Messer. Rachels Tagebuch. Alans Filmrolle. Meadows Schneekugel. Alte Kamera, das, keine Ahnung. Barclays okkulte Notiz, alles klar. Das heißt, wir dürfen jetzt hier noch ein bisschen im Haus auf Suche gehen. Ist die Tür inzwischen wieder offen? Das heißt, wieder offen? Ja, die ist nicht mehr abgeschlossen. Ah, hier dürfen wir es. Ah! Aber da hinten hängt auf jeden Fall mal eine Erinnerung. I could never understand. Was about your photos that drew Barclay's attention. But when he offered to pay so much, and all I had to do was keep you unaware of it, I didn't mean to do it. I swear I didn't, but once it got rolling, it was so hard to stop. And this seance job. I really thought I could make it up to you. Seance Job, ist das irgendwie was Versautes? I thought for once I had done the right thing. I'm so sorry, Ed. It shouldn't have come to this. I'll make it up to you. I swear. Ja. Ich muss echt sagen, für meinen Geschmack hat das Spiel zu viel Story. Ist, ist natürlich meine Meinung, aber das ist hier so viel Gesabbel einfach. Ach, da guck mal, da vorne liegt was. Was ist das? Das ist die Schneekugel von der Dingens. Meadows Schneekugel, alles klar, zum Inventar hinzufügen. Das ist ja schon mal gut. Hier vorne in die Richtung vibriert noch was. Gehen wir mal da vorne hin, ob da noch was kommt. Ist quasi Eingangshalle, erstes OG, wo wir gerade sind. Nee, scheint nichts mehr zu sein, auch keine Tür. Okay, dann suchen wir mal woanders weiter. So, was wir gleich auf jeden Fall auch machen, ist die Auslosung des Gewinners. Ich verlos einen Key für dieses Spiel. Da gucken wir uns auch mal an, wer denn da das Rennen gemacht hat. Auslosung am Ende des Streams. Wo ist die Tür aufgegangen? Da vorne. Vielleicht kriegen wir da unseren Seance-Job. So, ich gucke nochmal eben bei euch vorbei. Buddy, Hallöchen, Netzin, schön, dass ihr da seid. Der Buddy, der Talkmaster der Virtual Reality, der macht echt wahnsinnig gute Arbeit auf seinem YouTube-Channel. Kann ich euch nur empfehlen.
das. Ja, komm, dann lesen wir uns den Brief durch. Mai 2003. Hi Dave, ich bin jetzt wohl eine richtige Kalifornierin. Ich habe eine Wohnung gefunden. Vielleicht nicht im allerbesten Stadtteil, aber immerhin ist das ein erster Schritt. Ich wohne mit ein paar anderen Schauspielern zusammen. Wir haben auch schon mehrmals vorgesprochen. Geklappt hat es bisher noch nicht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich gehe jetzt zu einer Amateurtheatergruppe, die einmal pro Jahr auftritt. Das macht bestimmt Spaß. Ich verdiene ein bisschen was als, ja, richtig geraten, Kellnerin. Allerdings reicht das nicht, um ihr das Geld zurückzuzahlen. Das hole ich aber nach, wenn ich meine erste richtige Rolle habe. Okay, zweiter Gegenstand gefunden. Aufzug ist kaputt. Oh Wunder. Guck mal hier, Heart of Sunshine. Time Storm. The Journey, based on a true story. Whoa. Sei ruhig, wir sind nicht allein. Ich bück mich. Wer soll denn da sein? Voice Lock. Was kann ich hier machen? Voice Lock, okay. Oh. Okay, das ist eigentlich gar nicht so richtig für was im Dunkeln gucken gemacht. Ah, guck mal, hier hinter liegt was. Was ist das denn? Dürfen wir da noch nicht dran, oder was? Ich sehe das doch. Ich kann es nicht greifen. Hallo? Ist das ein Fehler im Spiel? Muss ich die hier irgendwie... Was soll ich damit machen? Warum markiert er die? Was ist das? Ich komme doch so da dran. Hallo? Er ist aber auch noch kein relevanter Gegenstand, so wie es aussieht, ne? Okay, vielleicht müssen wir das noch nicht machen. Das ist hier aber auch ein Irrgarten sondergleichen. Wenn jetzt hier einer steht, ich gehe kaputt. Hier vibriert's. Hier vibriert es, es muss ein Seance-Job sein. Oh, scheiße, die Tür. Da hinten. Hier ist auch Voice Lock. So, hier. Oh. So welche kleinen Arschlöcher, ne? Büroschlüssel. Hier, komm. Gehen wir mal im Büro. Ach geil! Ernsthaft? Dafür war jetzt der Schlüssel. Nein. Dafür war der Schlüssel jetzt nicht da, oder? Können wir den wieder abnehmen? Was war das denn jetzt für ein Quatsch? Ich brauche den Schlüssel wieder.
hier vibriert es auf jeden Fall. Kann auch ein Gegner sein, ne? Also hier geradeaus vibriert es hammerhart. Ich mach das mal eben so, dass ich ein bisschen in die Richtung laufe auch. Wenn er jetzt gleich weit auftaucht, wir können hier nicht links, wir können nicht rechts, wir können einfach nur noch nach hinten abhauen. Sieht aber gut aus, hier scheint nichts mehr zu sein. Abgeschlossen. Pass auf, ich habe jetzt den einzigen Schlüssel, den wir hier bekommen, habe ich verballert, um eine Tür aufzumachen, die komplett schwachsinnig war. Quark, ey. Ich glaube, wir brauchen den Schlüssel für was anderes. Scheiße. Das wäre jetzt echt bitter, wenn das so ein kleiner Fehler im Spiel wäre, dass man einfach jeden Schlüssel überall verwenden kann. Aber wir haben jetzt effektiv diesen Schlüssel nicht mehr. Und er sagt uns, wir müssen da hinten hin. Da hinten vibriert es. Ach, guck mal hier. Da. Okay, doch nicht. Ach, das ist das Büro. Ja, geil. Da bekommt Bürojob mal eine ganz andere Bedeutung, du. Da ist ein roter Knopf am Kamin. Ist das der Feuerknopf? Ja, ist was ganz Besonderes, dieser Kamin. Ja, da ist auch was in der Schublade. Notiz. Diese verdammte Krankheit, ich schreibe das hier auf, damit ich was habe, falls mich mein Gedächtnis schon wieder im Stich lässt. 2 links, 10 rechts, 4 links. Okay. Irgendwo werden wir gleich wahrscheinlich einen Tresor. Ich guck mal, hier brauchen wir so eine Stange für. Irgendwo werden wir wahrscheinlich gleich einen Tresor finden, wo wir das so drehen müssen. Also müssen wir dran denken. Das ist doch hier so ein perfekter Raum, wo so ein richtiger Bonzen-Tresor hingehört. Hier, so wie im Hotel, oder? So, wo hast du deinen Tresor? Das muss der Raum sein. Da. Da. So, ich gucke jetzt aber. So, da haben wir die Notiz. Ich gucke nochmal eben bei euch rein. Ich bin schon gespannt, wie lange Patrick beim Safe braucht. Ja, keine Ahnung. Ist da jetzt was Schwieriges dran? 2 links. 1, 2. 10 rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Was? 3, 4, 5. Warte mal, 2 links. Oder müssen wir 2 links rumdrehen? 2 links, 10 rechts. 2 links. 2. 1, 1, 2, what? 10 rechts. Also wir müssen links rumdrehen, vielleicht bis zur 2. Nee, wir müssen vielleicht sagen, die, das ist links rum bis zur 2. Nee, dann können wir vielleicht 1, 2 links rum. 1. Ja, Moody, ich weiß, was du gerade meinst, glaube ich.
Diese verdammte Krankheit. Zwei links, 10 rechts. Vielleicht in einem durch. Zwei links, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kann doch nicht sein. 7. Komm. Wie macht man das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Ach. Leute, das ist ja blöd gemacht, ist das doch. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen hier. Warte mal, ich... Also pass auf, 4, 2, links. Das ist da, also ich... So drehen wir das Teil nach links, dann haben wir 2. Dann 10 nach rechts, 1, 2, 3, 5, 6. Oder pass auf, 1, 2. Hä? Pass auf, hier 2 nach links, 10 nach rechts, 4 nach links. Anders. 2, 10, 4, okay. Boah. Was ist das? That sniveling art dealer is suddenly growing a conscience. Oh Gott, da kommt was. If it wasn't so pitiful. Was ist das? Was ist das für ein großer Mann? Ich habe mich nicht versteckt. Er hat uns. Wo hätte ich mich denn jetzt verstecken sollen? Er hat uns. Hat uns zerdübelt. Da war ein Safe Point, ne? Ach, leck mir doch am Arsch, du. Na komm. Okay. Boah, das ist eine große Strecke, die wir nochmal laufen müssen. Irgendwas ist aufgegangen? Ist das... Nee, hier. Ist da irgendwo die Olle, oder? Da hinten ist die Olle, genau da, wo wir lang müssen. Ja, komm hier, hallo. Hallo. Ja, komm. Ja. Ja, wir gehen jetzt zum Seance Table. Wir hätten am Seance Table nochmal speichern sollen. Das machen wir jetzt gleich nämlich direkt mal. So. So, hier sagt er uns jetzt, wir sollen die ganze Scheiße besorgen. Wir speichern. Spiel gespeichert, das ist gut. Da müssen wir jetzt da hinten lang. Okay. Kurz anhören. Okay, jetzt müssen wir den Schrott suchen. Alles klar. Ja, Moody, die Situation gerade im Garten, ey, das ist Gänsehaut pur und auch ein bisschen Panik, offen gestanden. Also ich will da jetzt aber nicht, ich will da jetzt nicht nochmal die Erinnerungen nochmal alles sehen. Wir gehen jetzt ganz zielgerichtet die Items suchen. Wir hatten ja schon ein paar. Na komm. So.
Hier lang brauchen wir gar nicht. Da vorne können wir runtergehen. Neues Ziel. Was haben wir jetzt? Finden Sie alle restlichen 4 Gegenstände. Alles klar. 4 Gegenstände noch. Jetzt hier rechts lang. So, ich glaube, wir sind nicht alleine. Sagt er gleich. War aber gelogen ein bisschen, finde ich. Was war denn hier nochmal drin? Ah, hier. Das war die Notiz von Cassandra. Ja, hier war aber ja nichts. Das war eine Finte nämlich. Von dem gemeinen Erzähler. Okay. Ja Leute, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. So, jetzt hier nicht erschrecken. Ja, ja, ich weiß, du bist hinter mir. Ich guck dich nicht an. So, der war hinter mir, den gucke ich nicht an. Muss ich mich nicht nochmal erschrecken. Okay. Ab ins Büro. Da hinten geht's lang. Da suchen wir nochmal den Zettel. Ich meine, das war 2 links, 10 rechts, 4 links. Aber komm, wir machen jetzt nochmal der Form halber. Hier die Notiz. So, und dann suche ich da jetzt gleich aber erstmal den Save Point. Oder knips den ganz schnell, bevor der Lutscher kommt. So, hier war irgendwo ein Save Point. Tür zu. So, wo können wir uns denn gleich verstecken? Wo können wir uns denn hier gleich verstecken? Ich will die Strecke nicht nochmal rennen, Leute. Wo können wir uns hier gleich verstecken? Meint ihr, hier in dem Schrank geht das klar? Oder kommt ihr uns auch im Schrank holen? Hat da jemand Erfahrung? Kommt er in den Schrank? Im Schrank, okay. Okay. So, Notiz. Dann nochmal. Ja, geil. Hier noch richtig schön mit Gucklöchern. Da kommt er. Boah, guck mal, der ist groß. Der hat einen Kopfschuss gekriegt. Und er sucht uns. Nein. Der guckt jetzt nicht die Schränke durch, oder? Nee, guck mal, der haut ab. Der hat sich nur einen Schrank angeguckt. Ich warte lieber noch mal eine Sekunde. War hier nicht irgendwo eine Erinnerung? Habe ich mich gerade versehen oder? Weil ich höre das Diktiergerät lieber im Schrank ab. Ich habe ein bisschen Schiss, dass der Lulli wiederkommt. There is something out there. I can feel it. Oder ist er wieder? There has to be more than this. It can't all be so pointless. Hört er das Diktiergerät? Oh, der hat eine Pistole. Alter. Der ist definitiv noch da.
Der kommt, der kommt, der kommt. Hat er uns gesehen? Der guckt im Nachbarschrank nach. Alter! Steht er da hinten auf der Couch? Ah. Oh, der hat sich richtig den Schädel weggeballert, ne? Ich trau mich hier nicht raus. Der Typ muss doch irgendwo sein. Boah. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh oh, der kommt hier rein. Hat er uns gesehen? Nein, 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 lauf! Scheißdreck! Mann! Ja, renn zum Foyer und speicher erstmal. Ja, ich weiß. Scheiße, ey. Kacke. So ein Dreck, ey. Leck mich am Arsch, jetzt sind wir schon... Ach, ich habe im Seance-Raum gespeichert. Okay, ein Glück. Okay, ist jetzt auch nicht so... Ja, machen wir. Ja, Personal Items, ich weiß. Ist der denn nicht so schnell? Also, der kriegt uns doch, oder? Ich meine, da jetzt einfach an dem vorbeizurennen... Ich muss jetzt alle Personal Items angucken, damit die Tür da aufgeht, oder was? Okay. Meters. Achso, ja, die Kamera, die brauchen wir noch, ne? Warum geht denn jetzt die Tür da nicht auf? Barclays Notizen, Toms Messer, Rachels Tagebuch. Müssen wir jetzt nochmal hier lang oder was? Ach, dann nehmen wir den Weg. Wenn uns die Tür nicht aufmacht, ist ein Bug. Da ist ein Bug. Ein Bug. Da. Erste Erinnerung. Hier, das haben wir gerade gar nicht gesehen. Irgendwas an seinen Fotos ist ziemlich sonderbar. Er nimmt Dinge auf, die nicht da sind. Trotzdem aber etwas hinterlassen. Ich glaube, ihm ist das gar nicht bewusst. Ich denke darüber nach, ihn zu Meadows Seance einzuladen. Seine Energie wäre sicherlich von Vorteil für die Veranstaltung. Okay. So, und wo ist jetzt hier der Speicherpunkt, von dem ihr gesprochen habt? Ich finde hier keinen Speicherpunkt.
Ja, ich weiß, du bist hinter mir. Büroschlüssel. So, und jetzt würde ich gerne speichern, aber wo kann man denn hier speichern, Leute? Ich habe gerade geschrieben, hier kann man irgendwo speichern. Im Foyer. Oh, hau ich hier schon gegen den Tisch. Wo kann man denn hier speichern, dass wir jetzt nicht das gleich nochmal machen müssen, wenn das in die Buchse geht? In der Haupthalle die Tür rechts davon. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal schnell in die Haupthalle, dass wir die Sachen jetzt gleich nicht nochmal machen müssen, weil ich die Wahrscheinlichkeit für nicht gering halte, dass das gleich wieder in die Buchse geht. So, hier müssen wir gleich rein. So. Wo kann ich jetzt hier speichern? Hier? Ach jo, stimmt, das war hier in der Einleitung, ne? Jetzt, wo du das sagst, danke für den Tipp. Gut, haben wir uns gleich ein bisschen Weg gespart. Danke, Moody. So, jetzt erkunde ich aber erstmal die Umgebung. Wo kann man sich überall verstecken? Der taucht hier gleich auf. Deswegen lasse ich jetzt hier hinten mal die Tür auf, dass wir da gleich direkt durchsprinten können. Ach so. Nee, ernsthaft, dann müssen wir das gleich auch wieder aufschließen. Du bleibst schön auf, ist das klar? Ach, das ist die andere Tür. Hier waren wir gerade. Und das ist auch der direkte Weg zur Haupthalle. Das heißt, wir müssen uns gleich links halten. Hier mache ich auch mal ganz weit auf. Da müssen wir gleich hin. Also hier einmal, wenn wir da rauskommen, links um die Kurve und dann Knallgas. Flasche, wichtig. Können wir das hier auch irgendwie ins Inventar tun, damit können wir den gleich ablenken. So. Oder hier haben wir keine Items, die wir werfen können. Deswegen, ich packe das hier mal direkt neben. So. Und ich mache zumindest diese Tür zu. Dann braucht er nämlich eine Sekunde. Ist da hinten die Tür? Ne, die ist noch auf. Alles klar. So, die mache ich aber zu. Schranktür auf. Und dann nochmal den Code eingeben. What is it with this guy? Boah, die lassen einem hier aber auch einfach nicht viel Zeit, ne? Gut. So, ich renne jetzt einfach das da hinten. Boah, boah, boah. Speichern.
gespeichert. Gut. Ich glaube, wir müssen aber noch weiter, ne? Die Tür hinten vor Kopf. Alter. Wo ist der? Irgendwo ist der hier. Nein! Der ist hinter uns her. Da kommt er. Hau ab. Wir haben dafür keinen Schlüssel. Lass uns dafür einen Schlüssel haben. Lass uns dafür einen Schlüssel haben. Lass uns dafür einen Schlüssel haben. Die Tür ist offen. Ist er nicht mehr hinter uns her? Oh, hätten wir da gar nicht mehr reingemusst, so ein scheiß LEA. So, neues Ziel, finden Sie die restlichen 4 Szenierungsgegenstände. Okay, dann haben wir ja den Gegenstand jetzt schon mal fertig. In dem Flügel dürfte dann nichts mehr sein, oder? Ich dachte, wir hätten schon Szenierungsgegenstände. Ich höre jetzt erstmal das Diktiergerät ab. I see something in Mr. Miller's photographs. Something almost ethereal. Is he even aware of it himself? There is something out there. I can feel it. There has to be more than this. It can't be so pointless. I've run out of Rexanafam. Again. Pretty sure the bitch who delivers it for me skims half of it. Okay, wir können da drauf drücken und der labert immer was anderes. That sniveling art dealer is suddenly growing a conscience. It would be amusing if it wasn't so pitiful. So, hier vibriert's. Vielleicht hier in dem Raum. Da hinten. Korpus auf Maximum. Okay. Dann haben wir da, guck mal, da haben wir noch eine neue Erinnerung. Also auch hier ein Save Point. Hey, Howard. Talk to Ed. He's coming over. Oder doch nicht. Rachel might come as well. The relationship is having fewer ups and downs right now. And a weekend here would be great for them. I hope that's not going to be a problem. Ed's understandably about the job. I haven't told him much, but this is the first time he's done a paid gig since he's stopped doing wedding photos. Anyway, he should be arriving on Thursday. Guck mal, das auch noch eine Erinnerung. Look at me. I'm under no illusions. I am an old and sick man. But I'm rich. And what is wealth for if not to indulge in certain things? This building, it used to mean something to me. I built my own private cinema, a classic garden, a large kitchen so I could host. Was ein Angeber, ne? Erzählt hier. So, hier ist es auch am Vibrieren. Müssen wir dahin? Hier vibriert sie bescheuert. Ah.
Dafür braucht man eine volle Ladung, ey. Nein! Willst du mich verarschen? Wie, jetzt haben wir eine ganze Ladung aufgebraucht und sind da nicht rangekommen? Wie asozial ist das denn? Korpus auf Maximum? Achso, Korpus ist das. Hm. Ja, wo jetzt hin, Leute? Wo sollen wir die Sachen noch suchen? Ich meine, wir können jetzt überall hin, ne? Hier vibriert es noch stark, aber ich weiß nicht, ob das so zielgerichtet ist. Haben wir hier Aufzug? Wird eh nichts kommen. So, da ist noch was. Wir bräuchten Padros noch auf Maximum. Was ich gerade für die komische Baumwurzel da verballert habe. So, hier vibriert es jetzt auch. Hier. Ja, aber das ist ja der Raum, wo wir gerade schon waren. Ich glaube, Kisten verschieben können wir noch nicht. Da brauchen wir erst noch Skill für. Und hier sind wir wieder im Treppenhaus. Hier vorne vibriert auch noch was. Also das finde ich ja, das finde ich jetzt, weiß ich nicht. Ich fühle mich hier gerade echt maximal orientierungslos. Und hab keine Ahnung, wo ich überhaupt suchen soll. Just go fetch me a drink, Alan. Know which brand I like. Hm. Doll. So, und wir müssen ja noch, finden Sie die restlichen 4 Seance-Gegenstände. 4 Stück noch, Leute, 4. Bei mir vibriert es auch. Ja, sehr geil. Ja, Leute, 70 Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wenn euch der Livestream gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben. So, hier sind wir wieder im Treppenhaus. Da will ich aber überhaupt nicht hin. Oder können wir da auch runter oder hoch oder... Gehen wir mal runter. Vielleicht finden wir hier noch einen Seance-Gegenstand. Wow. Everything's safe and sound. I wish she didn't force me to this, Howard. Jesus Christ. What's become of me? Stealing from a dying woman. Well, a woman's gotta do what a woman's gotta do. Time to prepare for the seance, I guess. I hope you don't die before it starts, Howard. That would be a real shame. Ja, reingucken können wir schon. Ah, da wird nichts drin sein, ne? Doch, da. Die Notiz. Im Texte werden Höllenfahrten, Gespenster und alle möglichen Gefahren erwähnt. Es wird deutlich, dass die Welt der Toten kein friedlicher Ort ist und man sich vor vielem in Acht nehmen muss. Das beunruhigt mich nicht. Mit meinem Verstand habe ich mich schon durch jede Menge Situationen gekämpft. Wenn ich das auch mit dieser Krankheit, dieser körperlichen Schwäche schaffe, wird bestimmt nichts, was der Tod für mich bereithält, ein Problem darstellen. Okay. Ach, da ist auch ein Safe Point, wenn wir jetzt hier gerade nicht alles verballert hätten. Scheiße. Also hier geht es nachher auch noch weiter, aber nicht jetzt. Wo würdest du das Buch in diesem, vielleicht in der Bibliothek?
Okay, wir haben gerade einen Tipp gekriegt, Leute. Und ich meine, ich weiß noch, wo die Bibliothek ist. Ich glaube, wir sind da auch gar nicht so weit von weg. Die war da vorne, glaube ich. Obwohl, nee, wir sind hier mitten in der Bibliothek. Aber ich habe ja jetzt hier den Krampf nicht mehr, um das Zeug da zu vergraulen. Wie kann ich das denn jetzt wieder aufladen, dass ich das befeuern kann? Unser Blitzer ist ja jetzt, ist ja alle. Und ich kriege den ja durch Safen auch nur halb voll. Ach, hier, guck mal, hier sind überall Schränke. Mache ich besser auf, falls es nachher mal drauf ankommt. Was sind das für Geräusche, ey? Nee, das ist nix. Haben wir hier noch was? Nee. Okay. Da ist wieder die Treppe, da müssen wir hier lang. Die Küche. Da sind wir wieder hier. Da war keine Tür. Na komm, wenn wir speichern, vielleicht reicht es dann, wenn wir es halb voll haben, wenn wir noch mal zweimal auf die Baumwurzel da drauf halten. Guck mal, wir haben den jetzt hier wieder halb, ja, das ist nicht mal halb voll, ne? Das wird doch niemals reichen, Leute. Na, ich probiere es mal aus. Verzweiflung pur. Aber den Tipp haben wir ja gekriegt, dass da das Tagebuch ist. Just go fetch me a drink, Alan. Guck mal, ich kann da nur noch einmal draufhalten. Dahinter ist das, da. Da liegt's. Ja, wir sind doch hier in der Library, du Doofmann, ehrlich. Oder ist das vielleicht noch... Ist das das Tagebuch? Nee, guck mal, da in die Richtung vibriert's auch. Jetzt ist die Frage, wie kriegt ihr noch mal diese Lampe voll? Habt ihr da einen Plan? Guck mal, hier liegt das aber auch nicht so rum, ne? Es vibriert wirklich, wenn ich da Richtung Baumwurzel zeige. Aber ich weiß nur den einen Weg, nämlich mit dieser Blitzerlampe das wegzubekommen. Und da hat gerade das selbst nicht gereicht, als die komplett voll war. Ja, aber da gibt es nicht genug Pathos, Moody. Da gibt es nicht genug Pathos. Der macht uns das zu einem Drittel voll mit jedem Speichern. Und mehr gibt es da nicht. Da kann ich genau einmal draufhalten. Und das war das, was jetzt gerade passiert ist. Dann zieht es sich so ein bisschen zurück. Vielleicht müssen wir erst einen anderen Gegenstand suchen. Vielleicht ist das hier noch nicht richtig. Was mich ja auch wundert, ist, dass wir in diesem Trakt keinen Gegenstand gefunden haben. Das kann doch eigentlich auch nicht sein, ne? Und es vibriert, wenn ich in die Richtung zeige. Wir müssen noch mal zu dem großen Typen. Hilft nichts. Wahrscheinlich kriegen wir da ein Lampen-Upgrade und können dann... Funktioniert der Aufzug? Ne. Und können dann da lang. Na komm, ich will es nicht, aber es muss. Hier geradeaus vibriert es. Wahrscheinlich, weil der große Typ da ist.
Jetzt sollten wir den natürlich gerade auch orten können, ne? Da ist boah, hier. Leute, meine Hand explodiert. Hier explodiert meine Hand. Der ist genau hier hinter der Wand. Hundertprozentig. Nee. Kommt er da raus? Hier, guck mal, hier ins Foyer kommt er nicht mit. Ist die Frage, ob der genau hinter der Tür ist, ne? Nee, auch nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch einen Gegenstand herholen müssen. Geht mir doch nicht auf den Sack. Ist er komplett gerespawnt oder was? Der läuft uns hier aber auch immer direkt vor der Nase lang, ne? Ne, sag mal! Mein Gott, ne. Hässlicher Typ, ehrlich. Kommt der hier raus? Jo, guck mal, der kommt hier raus. Wo er auch immer hin will. Aber wir haben jetzt freie Bahn. Sei denn, der kommt jetzt gleich wieder. Pathos zurückgehalten, das ist gut. Hier noch irgendwas. Ne, das ist auch nicht so prall, dass der hier noch vibriert, obwohl das Rätsel eigentlich gelöst ist. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Erinnerung. Okay, Cassandra. Just sign here. Thank you so much for giving me this chance, Howard. I'm so excited. You should be. In a few years, you'll look back on this and realize that this is when it happened. Hi Mama, ich sehe keinen anderen Ausweg. Ich bin nicht unschuldig an allem, was mir vorgeworfen wird, aber ich war es nicht allein. Ich habe das nur getan, weil Howard mich darum gebeten hat. Eigentlich sollte er mit mir in dieser Zelle sitzen, aber er hat mich im Stich gelassen, als die Polizei kam, und jetzt wurden alle Aufzeichnungen bereinigt. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich wäre ein besserer Mensch gewesen. Ich hab dich lieb. Okay. Hier vibriert's.
Oh, da war er. Na, das ist hier natürlich fies. Oh, der kommt da, der kommt. Der ist schneller als wir. Der ist hinter uns. Er greift uns an. Wir haben es geschafft. Aber hier waren noch Sachen, Leute. Hier, der ist hier. Ja, ich höre ihn auf dem rechten Ohr. Da ist er. Hier so. Da ist er, ja. Der ist links von uns. Der ist direkt vor uns gespawnt. Das ist ja mal fies, ey. Wisst ihr, was man vielleicht auch machen muss? Vielleicht muss ich jetzt erst den einen Gegenstand in den Seance-Raum bringen. Vielleicht bringt uns das weiter. Probieren wir mal. Die Tür, war die Tür gerade offen? Ja, dann sind wir rausgekommen, ne? So, wir packen das jetzt erstmal in den Seance-Raum. So richtig viel passiert da nicht, ne? My dad gave me this camera. I still bring it on shoots, even though I never use it. Maybe I'm a bit superstitious. But I kind of need it there with me. So, was brauchen wir noch? Barclays okkulte Notiz haben wir noch nicht. Neues Ziel, finden Sie die restlichen 4 Gegenstände. Cool, jetzt habe ich unsere Kamera abgegeben. Die Tür ist immer noch verschlossen. Aber wir können jetzt hier schon mal wieder speichern. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das jetzt hier groß was geändert hat, ehrlich gesagt. Gucken wir mal. Barclays okkulte Notiz. Da drunter ist auch wieder was. Ich krieg die Scheiße nicht mehr weg. Was ist das für ein Dreck? Okay. Ja, ich nimm's jetzt mal so hin, dass das da nicht weggeht. Dann soll es wahrscheinlich zum jetzigen Spielzeitpunkt noch nicht so sein, dass wir das machen.
Aber wenn wir jetzt hier gerade nicht weiterkommen, ist auch gerade ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, frustrierend. Aber es ist schön zu lesen, Moody, dass du an der Stelle auch hängst. Ja, beim Alkohol vibriert es natürlich. Ja, vielleicht in der Bibliothek. Wir kriegen die ganze Zeit den Tipp in der Bibliothek. Wir sind jetzt in der Bibliothek. So, jetzt sind wir hier in der Bibliothek. Da ist mit ziemlicher Sicherheit Rachels Tagebuch. Aber wir können das Ding nicht blitzdingsen und wir kriegen es auch nicht weg. Und das ist das, was sie uns halt gezeigt haben. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auch was drauf werfen kann. Blöde Wurzel. Vielleicht nur einmal anblitzen und dann ganz schnell zugreifen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ja, ist wirklich gerade ein bisschen verzwickt. So. Ja, hoffen wir mal, dass einmal anblitzt, Wie habe ich mich denn jetzt gedreht? Müssen wir da lang? Und dann rechts, ne? Guck mal, das kann ja nicht anders sein. Jetzt speichern wir einmal, weil hier liegen ja auch nicht diese, ich sag mal, diese Speicherpunkte, die liegen ja hier auch nicht rum, oder diese Aufladepunkte liegen ja auch nicht rum wie Gummibärchen, ne? Einfach, das heißt, wir können das ja nicht beliebig aufladen. Und wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit hätten, allgemein das immer wieder zu benutzen, um uns das genug aufladen zu können, dann hätten wir ja das Problem, dass wir das Spiel im Spiel wirklich scheitern könnten, weil wir was falsch gemacht haben und jetzt quasi keine Möglichkeit mehr hätten, uns aus dieser Lage zu befreien. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube halt gerade, wir müssen mal überlegen, was die von uns wollen. So, der weist uns die ganze Zeit auf die Bibliothek hin. Das heißt, da ist definitiv das nächste Utensil, was wir brauchen. Just go fetch me a drink, Alan. So, und jetzt blinke ich das an und dann greife ich direkt dahinter. Guck mal, der Teil, was wir suchen, das ist da. Na ja, komm. Ah. Ah, guck mal, man muss das gar nicht mehrfach anblitzen. Da reicht auch einer für. Ah, boah, das muss man jetzt aber auch erstmal. Das muss man aber auch mal hinkriegen. Also nicht immer wieder triggern, sondern an die richtige Stelle. Alles klar. Gut. Wir haben das nächste. Jetzt die restlichen 3 Sicherungsgegenstände. Hier vibriert es immer noch. Hat er jetzt nur die Stelle nicht deaktiviert? Ja, da vibriert es immer noch. Vielleicht dahinter. Vielleicht ist hier noch was, bevor ich jetzt wieder weggehe. Nee, das ist das Buch gewesen. Ja, das ist natürlich schade, dass man hier immer noch durch diese Vibration irritiert wird. Okay. Wichtige Erfahrung gesammelt. Man muss die Wurzel an den Spitzen anleuchten und dann nach oben vertreiben und nicht immer wie ein Blödmann weiter triggern. Notiz an mich selbst. So, und wir hatten doch jetzt auch an einer anderen Stelle diese komischen Wurzeln, wo wir mal gucken wollten. Erstmal speichern. Speichern immer gut. Ich weiß nicht mehr, wo die andere Stelle war. Ach, das war im Keller, da war noch ein Safe Point. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich packe das jetzt hier erstmal auf den Tisch und dann hoffe ich darauf, dass wir den nächsten Tipp bekommen. Wohin müssen? So. Das haben wir noch nicht. Wir haben jetzt gefunden Rachels Tagebuch. You're keeping a secret diary? Uh-huh. There's still a lot you don't know about me.
Ja, Moody, genau so ist es. Oh, eine Wurzelbehandlung. Sehr schön. So. Jetzt wieder Richtung Vibration. Es vibriert dort. Ja, dann haben wir, genau, das war das Teil, ne? Dann haben wir es ja hier auch. Okay. Messer. Toms Messer. Ganz ehrlich, ich würde das Messer lieber behalten. Toms Messer, okay. You're bringing a knife, Tom? Hey, I happen to like it. It's how I relax. It's Japanese, top of the line stuff. So. Da hinten vibriert noch was. Die Tür ist leider immer noch dicht. Nehmen wir die Nachbartür. Ja, hier vorne. Ne, die ist verschlossen, ne? Ich habe jetzt auch nicht mehr meinen Fotoapparat, dass ich das hier mal knipsen könnte, die Erinnerung. Hier hinter vibriert es auf jeden Fall. Ist das hier auch so ein Teil, was man wegblitzen kann? Ne, ist auch alle. Ja, leider vibriert es hier in die Richtung wieder, wo der dicke Dödel ist. Scheiße. Okay. Müssen wir uns noch mal mit dem Typen auseinandersetzen. Aber erstmal speichern. Vielleicht ist das aber auch der Typ, der vibriert einfach, ne? Er sagt uns schon, hier hinter der Wand ist irgendwie was. Das weiß ich nur nicht. Eigentlich darauf kommen. Pass auf, der kommt jetzt genau wieder da raus. Guck mal, hier vibriert's. Hier. Ist der da? Da auf dem Tisch liegt was. Ach, das ist aber leider nur Erinnerungspalast. Hier vibriert immer noch was. Oh. Nee, hier ist auch nichts drin. Ich höre ihn wieder laufen. Gefühlt ist er da. Nee, hier nicht. Ja, er bewegt sich da lang. Glaube ich, jetzt vibriert es da. Nee, hier vibriert es auch. Da ist er.
Jetzt ist er da. So. So, er hat uns nicht entdeckt, das ist schon mal gut. Hier ist die Tür zu. Da waren die Türen abgeschlossen, was ist los mit denen? Nee, hier vibriert es aber auch nicht, ist das Problem, ne? Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Dass er jetzt von vorne kommt, ist für uns gar nicht so gut. Hau ab. So, hier kann er nicht so gut durch. Voice Lock. Ach, wisst ihr was? I see something in Mr. Wir haben doch hier das Teil. Something almost. Das Diktiergerät. Is he even aware of it? Barclays okkulte Notiz. Wir haben den nächsten Gegenstand. Sehr cool. Oh, dann kommt der Pisskopf. Wir müssen uns beeilen. Wir haben den nächsten okkulten Gegenstand. Ich will nicht, dass uns das Vieh jetzt erwischt. Dafür ist das Diktiergerät da, damit wir hier diese Voice-Erkennung machen können. Ist nicht hinter uns her, okay, aber trotzdem schnell hier speichern. So. Gespeichert. Und jetzt bringen wir das mal hoch. Scheiße, hier vibriert es immer noch. Das kann doch nicht wahr sein. Ja komm, wenn es hier noch vibriert. Hat mir hier nicht auch so ein Voice-Erkennungsteil, nee, ne? Aber ich glaube hier in dem Hinterzimmer. Ja, guck mal hier. Alans Filmrolle. Jetzt müssen wir nur lebend hier rauskommen. Der hat uns nicht gesehen. Wir haben direkt mal den falschen Ausgang genommen. Scheiße, jetzt müssen wir da nochmal dran vorbei. Ich glaube, wir haben jetzt alle Gegenstände. Das ist die Voice-Erkennung. Das ist das, was er von uns wollte. Ja, er vibriert jetzt auch, wenn wir nach vorne gehen. Ich glaube, wir haben jetzt hier in dem Raum alles. Und wäre doch ein schöner Abschluss, wenn wir alle Gegenstände am Ende des Streams gefunden haben, oder? Ich glaube, es ist jetzt gleich auch schon soweit. Mal gucken. So, die Filmrolle. Oh my. I didn't think you'd bring that. Well, you told me to hold it. After this, maybe I can get it back. We'll see, So, dann gucken wir uns jetzt noch die Seance an. Na komm. Und hier die okkulte Notiz. Oh nein, die Türen schließen sich. It's for me to know and for you to not. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh boy. Is she all right?
Go. What is happening? Meadow, you tell me right now. What is going on? Ed, what are you doing? Alter. You. It's you. Everyone must pay. Alter. Oh. Oh, oh. Da oben ist was. Seht ihr das? Was mache ich denn jetzt? Da oben im Raum sitzt ein Vieh. Wow, wow, wow. Oh, es gibt vielleicht noch Überlebende. Und wir müssen jetzt nach den vielleicht Überlebenden suchen. Und das ist, ich guck mal eben auf die Uhr, ist ja die weitere Mission, die wir dann da einfach haben. Hättest du doch mal das Messer behalten. Ich glaube wirklich, dass das geholfen hätte, das Messer zu behalten. Hallo, Leni. So. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich mache jetzt hier noch... Jawohl, eigentlich ist das gerade ein super Zeitpunkt, um einen Cut einzulegen. Ich speichere jetzt mal. Ja, und ich bin gespannt von euch zu lesen, ob ihr denn gerne möchtet, dass ich das hier weiterzocke. Ich beende jetzt mal kurz hier das Game. Ein kleiner Hinweis, ich komme jetzt gleich noch auf 10 Minütchen in den Discord. Also wenn ihr mit mir quatschen wollt oder wenn ihr mit der Community quatschen wollt, dann kommt doch in den Discord der Zockstube. Die Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn wir noch kurz miteinander quatschen können. Boah, Thomas, super. Vielen, vielen Dank für deine Spende. 10 Euro spendet der Thomas. Richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank. Nächste Woche weiter. Ja, schauen wir mal. Habe ich eigentlich nichts gegen, dass wir nächste Woche weiter zocken? Ich muss mal gucken, was diese Woche so rauskommt. Wenn ihr da Lust drauf hättet, dann peilen wir nächste Woche 16 Uhr an. Auf jeden Fall. Ja, ja, es ist immer die Uhrzeit. Ne? Wir sind jetzt 2 Stunden knapp beim Stream dabei. Die Zeit heute, die ist wirklich gerannt. Also das Spiel ist wirklich, also von der Spannung her, echt krass. Also wie gesagt, peilen wir mal nächste Woche Sonntag 16 Uhr an, wenn am Donnerstag keine krasse Veröffentlichung kommt, wo ich dann sagen würde, komm, streamen wir das. Aber wir spielen auf jeden Fall weiter. Das können wir schon mal so ausmachen. So, ich werde jetzt den Gewinner auslosen, der das Game gewonnen hat. Der Gewinner, der das Game gewonnen hat. So, los, los, los. Gewonnen hat ein Key für Wraith, The Oblivion Afterlife, L2 Itachi 07. Herzlichen Glückwunsch, melde dich bitte via Discord bei mir und dann erkläre ich dir, was du tun musst, um den Key zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch und ja, das war es jetzt von Wraith, The Oblivion Teil 1. So wie es aussieht von den Rückmeldungen, wird es ja auf jeden Fall wohl ein Teil 2 geben. Und ja, in eine Box machen, also das mit dem großen Typen, der war schon übelst gruselig. Und ja, vielleicht können wir drüber quatschen. Ich komme jetzt in den Discord und ja, ich schaue mir eben in der Videobeschreibung. Da müsstet ihr direkt den Link zum Discord haben. Ja, wenn ihr ein kleines Stückchen scrollt, da steht, werdet Teil der Discord-Community, kommt auf den Discord-Server in den Voice-Chat, da bin ich jetzt gleich auch. Und wenn ihr euch heute Abend noch für mehr Livestreams interessiert und ein bisschen, ich habe auch viele Horror-Livestreams mit dabei, wenn ihr sowas in der Richtung sehen wollt, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung. Ich habe euch nämlich die Playlist verlinkt, wo ich alle Livestreams hier in der Zockstube mal aufgelistet habe. Da könnt ihr euch dann ja einfach mal ein bisschen berieseln lassen. Leute, ich gucke noch mal zu euch in den Chat. Wenn noch irgendwas ist, dann schreibt mir. Die Kids rufen. Alles klar, Thomas, hau rein. Patrick, ich habe gerade keinen Überblick, was nächste Woche kommt, ehrlich gesagt. Es sind ein paar Spiele in der Pipeline. Ich glaube, da kommt was raus. Aber da müssen wir mal gucken, ob sich das überhaupt für den Stream lohnt. Weiter, schreibt der Moody.
Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, wir sprechen uns jetzt gleich noch im Voice-Chat mit der auf dem Voice-Chat, im Voice-Chat der Zockstube. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Livestream der Zockstube. Wir sprechen jetzt gleich. Ciao, ciao.